Bei mir Frank Meth, Trainer FSV Salmrohr. Heute kann man sagen, ein dreckiges 1-0 beim Tabellenführer. Nicht schön, aber Punkte zählen beim FSV. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, nicht schön. Gut, du hast recht, das zählt in unserer Situation natürlich nicht. Ich fand, wir kamen gut ins Spiel, hatten die erste sehr, sehr große Chance durch den Maurice Neukirch. Das hätte vieles erleichtert, wenn wir da früh das 1-0 machen. Gut, dann hat uns unser Torwart mal wieder zweimal überragend im Spiel gehalten. Ja, kam eigentlich gut raus, aber dann hat der Gegner zwei Konterchancen nach Ecken. Mein lieber Mann hat Grub uns wieder im Spiel gehalten, aber dann war es, fand ich, richtig gut. Klasse Tor von Maurice. Und ja, das einzigste Manko war, dass wir dann einfach die Konter nicht vernünftig zu Ende gespielt haben. Und ich habe die letzten 10 Minuten keine richtige Chance mehr gesehen beim Gegner. Das haben wir schon hervorragend wegverteidigt. Ja, wir glauben an uns und ja, holen hier 3 Punkte mit. Man könnte ja sagen, du bist gekommen nach Lars Schäfer. Der frische Wind ist da, der Effekt hat eingesetzt. Wir haben noch 2 Spiele. Das sind die 6 Punkte, die der Verein braucht. Wie möchtest du die Mannschaft darauf einstellen? Ja, auch unser Torwart und Kapitän Sebastian Krupp hat vor dem Spiel noch mal eine tolle Ansprache an die Mannschaft gehalten und hat sie auch noch mal appelliert, an sich zu glauben, egal wer hier nächstes Jahr noch spielt oder nicht. Und das hat jeder auch heute zurückgegeben. Ich meine, das ist natürlich, ich habe unser Spielidee etwas verändert. Wir haben auch heute 90 Minuten attackiert, auch nachher noch im Rückstand. Und nein, die Jungs sind klasse einfach. Die machen das so und die nehmen das an. Und das ist das Wichtigste, dass sie an mich glauben und auch an die Jungs und an sich glauben, an unsere Spielidee. Und ich glaube, das trägt uns momentan. Okay, super, danke dir.